teilen bis hierhin schon. Danke fürs Abo und damit auf die Glocke gedrückt hast, damit du auch wirklich informiert wirst jedes Mal, wenn das Video kommt, damit ich dir wieder helfen kann. Ich danke dir so vielmals dafür, dass du den Kanal auch unterstützt, damit ich anderen Menschen helfen kann. Und hey Mann, ich will so gerne mal in die Trends. Also lass doch jeder mal einen Kommentar da, jeder mal einen Daumen da, damit wir endlich mal Menschen helfen und mal bestimmte Dinge einfach aufdecken, wie weit die Wissenschaft mittlerweile schon ist. Ich bin raus, hau da rein, schönen Tag noch. Ja, es hat mich schon wieder erwischt. Nein, eben so genau nicht, ja, weil ich genauestens wusste, was zu tun ist, ja. Klar war ich 2 Tage abgeschlagen, ja, aber mir geht schon wieder ziemlich gut. Und zwar, ich sag dir mal was. Und zwar, inhalier das bitte jetzt, was ich dir sagen werde. Schön inhalieren. Schau mir in die Augen. Nichts passiert umsonst im Leben, ja. Also, alles passiert für dich im Leben, ja? Das heißt, wenn dir etwas passiert, dann nur, weil du schon damit umgehen kannst. Sonst macht deine Daseinsberechtigung auf dieser Welt überhaupt keinen Sinn, ja? Weil wenn dir etwas passiert, was dich letztendlich dann zugrunde gehen lässt, dann macht es doch gar keinen Sinn, dass du bis hierhin es geschafft hast, ja? Deswegen ist es so, dass ich, wenn mir etwas passiert, dann nehme ich es an als eine Art Probe, ja? Und zeige, was ich bis hierhin gelernt habe. Und wenn mir etwas passiert, dann sage ich, Give me some more, ja. Ich mach das schon, ja. Und genauso habe ich es hier gemacht, ja. Ich habe mich wirklich reingestürzt ins Getümmel, in die Studienlage und ab geht's. Borrelia burgdorferia ist letztendlich das Bakterium, was das Lyme Disease bzw. die Borreliose auslöst. Und es ist, wie es schon richtig sagt, ein Bakterium. Und Bakterium, ja, weiß jeder, dass der Metabolismus natürlich hauptsächlich auf der Verstoffwechslung von Glucose stattfindet. Ja, das heißt Metabolismus, Glucose, ATP-Synthese und so weiter. Langweilig. Unser Körper macht das auch, aber unser Körper kann auch ohne. Und das kann ganz einfach auf Ketose umstellen. Die Bakterien nicht so einfach. Deswegen lebe ich jetzt momentan ketogen, damit ich schon mal als allererstes den Zucker, den Bakterien sozusagen, entferne. Ja? Wenn ihr ganz gerne nochmal weiter in die Thematik reingehen wollt, ich habe ein Video dazu, 99% der Menschen machen das falsch bei einer Bakterieninfektion, könnt ihr ganz gerne mal reinschauen in das Video. Des Weiteren, wenn ihr sehen wollt, was ich am Tag so esse als ketogen, roh vegan, dann ab 3000 Daumen gibt es das Video. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen will, ist, dass die Pharmaindustrie und die Ärzte sich anscheinend nicht weiter informieren und nicht auf den neuesten Studien basierend die Menschen beraten, informieren. Und das ist so traurig und das werde ich euch jetzt ganz klar beweisen, ja, an dieser Stelle. Das wird unfassbar krass, was ich gleich aufdecken werde in diesem Video. Das war wahrscheinlich mein krassestes Video. Also, die normale Standardtherapie von Ärzten, 200 Milligramm Doxycyclin, das ist ein Antibiotikum, für 20 Tage, genau. Ne? 200 Milligramm Doxycyclin, 20 Tage, normale Standarddosis. Was dir der Arzt aber niemals erzählt, ist genau das hier. Und zwar Doxycyclin wurde getestet im Labor und so weiter, inwieweit es auf die Borrelien wirkt. Und hier sehen wir, dass 250% Wachstum erhöht durch Doxycyclingabe der Borrelienerreger. Das ist zu viel für mich, Leute. Alles klar, ich bin raus. Das allergrößte Problem und Manko der Ärzte und der Pharmaindustrie ist, dass anscheinend nur auf eine Form, Zustandsform der Borrelien getestet wird momentan, ja. Und anscheinend gibt es aber, also normal Spirochetes, ja, das sind die Bakterienformen, dementsprechend wird darauf getestet, ja, das ist ein Gramnegativbakterium, Wendelbakterium. Und anscheinend gibt es aber 2 Zustandsformen, ja, dessen. Und zwar, die sehen wir hier, die letztendlich dann nicht erfasst werden dadurch, ja. Es gibt wirklich 2 Zustandsformen, sehen wir hier und hier, ja. Das heißt die rundförmigen, ja. Und jetzt kommt wirklich der Knaller, ja. In einer anderen Studie wurde mittlerweile ermittelt, ja, in Studienlage, dass es 4 unterschiedliche Zustandsformen von den Borrelienerregern geht. Das ist wirklich zu viel, Leute. Alles klar, ich bin komplett raus. Und dass diese natürlich wunderbar wachsen, ja, in einem Medium so gesehen, der Säugetiere wurde hergestellt, ja, da wachsen die wunderbar. Und man sieht hier in einem H2O-Medium moderat. Deswegen nochmal rückführend, ganz wichtig, Zuckerentzug, ja. Also 4 unterschiedliche Stoffe. So, wenn wir uns jetzt immer die genaueste Abbildung ansehen, ja, dann sehen wir hier, dass erstens Doxycyclin nicht alle Erreger tötet schon mal und des Weiteren anscheinend die andere Form, ja, der Spirochetes, weiter nach oben treibt, die rundförmigen, ja. Und das ist so zu erklären, dass es natürlich die Struktur ändert, weil es möchte natürlich unentdeckt bleiben, ja, von dem Immunsystem. Ja, da gibt es verschiedene Strukturmerkmale auf der Membran, ja, Polysaccharid, Veränderungen auf der Membranstruktur, wurde auch schon alles ermittelt in Studien und so weiter, seht ihr hier, um dem Immunsystem wieder zu entgehen, der Immunantwort. Ja, und letztendlich, oder anderen Mechanismen, wie zum Beispiel dem Doxycyclin. Ja, und letztendlich, im Grunde genommen, tötet Doxycyclin gar nicht die Erreger, weil man sieht hier, Spirochetes, ist ganz klar nach unten reguliert.
Arzt testet, Spirochetes weiter nach unten reguliert, das heißt, die Erreger sind alle getötet. In Wahrheit, was wirklich passiert ist, dass Tiere Spirochetes sich denken, Digga, ich geh pennen, wenn das Doxycyclin kommt, Leute, hau da rein, mach's gut. Und sich einfach nur schlafen legt und in diese runde Form letztendlich sich umwandelt, ja, und damit nicht mehr erkannt und nicht mehr greifbar ist für das Doxycyclin, ja. Und denen geht's sogar so gut in dieser Schlafphase, dass sie sich sogar weiter teilen, das sehen wir daran. Kontrollgruppe 100% und 100%, ja, dementsprechend von beiden Erregerformen, ja, das macht zusammen 200%. Wenn wir die Kurve von der Doxycyclin zusammen addieren, dann kommen wir über 200%. Das ist sogar noch günstiger als in der Kontrollgruppe, wenn Doxycyclin gegeben wird, weil es anscheinend die Erreger sich da sehr, sehr wohl fühlen. Zum Vergleich einmal die Sarmentowurzel und die Banderolrinde, ja, hier. Wirken viel, viel besser als das Doxycyclin. Ist das ein Zufall oder ist es kein Zufall? Nein, es ist kein Zufall, ja. Nur es sagt die halt eben keiner, weil die Studienlage schon viel, viel weiter ist in Sachen Wirkstoffen gegen Borrelien. Ich habe dazu ebenfalls ein Video gemacht damals, ja, zu Stevia, ja, Stevia A, viel effektiver als Doxycyclin in der Studie nachgewiesen, ja. Könnt ihr das Video gerne nochmal anschauen, verlinke ich euch, ja. So, jetzt kommt was ganz, ganz Krasses. Jetzt kommt der Endgegner auf jeden Fall. Also, ich habe noch was weiteres gefunden. Da wurden 15 Mikronährstoffe und so weiter getestet gegen Borrelien, alles im Glas. Und ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, an dieser Stelle, ja, es ist fundamental wichtig, ja, bei dieser Krankheit, selbst Brian Clements sagt, Krebs ist einfach, ist easy, ja, aber Borrelien, hey Leute, habt Respekt, ja. Und das ist die einzige Krankheit, vor der ich auch Respekt habe, ja. Und es gibt Menschen, die sagen, ach, weißt du, ich mache mit Erfahrung, auch im letzten Video, weißt du, oh, Erfahrung, weißt du, ich trinke mein Zitronenteechen in meinem Kinderzimmer und hoffe, dass die Borrelien irgendwie dadurch sterben oder was. Ja, hey, Digga, das ist ernst zu nehmen, ja. In jeder Sekunde breiten die sich aus, ja, und verstecken sich einfach, ja. Das heißt, du musst genauestens wissen, im Labor getestet, woran sie verrecken und woran eben nicht, dann kommst du nicht weit mit deiner Erfahrung oder sonst was. Ja, da zählt jeder Tag, jede Sekunde, wo die sich ausbreiten. Ja, du musst genauestens wissen, was zu tun ist. Ja, deshalb sollte man immer, immer darauf aufbauen, auf Wissenschaft und von da aus, von diesem Ausgangspunkt, der wirklich belegt ist, seine eigenen Erfahrungen machen. Ja, das ist okay und niemals andersrum. Ansonsten wird dir das zum Verhängnis. Und ich sage dir, nimm es verdammt nochmal ernst, Borreliose, weil es ist mittlerweile, ich kenne mich wirklich gut aus. Ja, aber das ist wirklich das Einzige, wovor ich wirklich Respekt habe. Ja. Versteht das bitte, ja, und solche Kommentare wie im letzten Video, ja, dann seid ihr einfach falsch hier auf dem Kanal, ja, ganz einfach deabonnieren, hau da rein, Digga, mach's gut, schönen Tag noch, aber mit mir nicht, ja. Also, ich habe was ultra krasses für euch herausgefunden, ja, das wurde genauestens getestet, woran die Borrelien verrecken, ja, und das wird euch vielleicht sogar das Leben retten, ja, also seid dankbar dafür, ja, und nicht irgendwelche heuchlerischen Dingens, du mit deinen Studien und so weiter, ist egal, okay, also dort würden dann bestimmte Stoffe getestet und zwar mit zwei Parametern, ja, und zwar die eine, das ist die MIC-Konzentration, das heißt, inwieweit ein Stoff konzentriert sein muss, um noch das Wachstum von Borrelien zu verhindern. Beispiel, 1 Gramm eines Stoffes, ja, hemmt noch das Wachstum des Erregers, ja, so, aber 0,9 schon nicht mehr, das heißt, dieser Wert ist 1, das ist die Mindestkonzentration, bei der noch eine Hemmung des Bakterienwachstums gemessen wird. Das ist der MIC-Wert, okay? Ziemlich logisch. MIB-Wert ist die Mindestkonzentration des Stoffs, bei der noch ein Borrelienerreger getötet worden ist. Auch ganz logisch. Und jetzt geht's richtig ab, Leute. Viel Spaß. MIC ist die kleinstgemessene Konzentration, die ausreicht, um ein Erregerwachstum zu hemmen. MBC ist die kleinstgemessene Konzentration, die ausreicht, um ein Erregersterben hervorzurufen. So, wir haben hier 15 Komponenten, die getestet worden sind, ja, gegen Borrelia, die Erreger. Und zwar hier als allererstes, also lasst euch hiervon nicht ablenken, ich wollte nur ein paar Sachen abdecken, die noch so kommen, ne? Um es ein bisschen spannend zu machen. Also Hydroxytyrosol, das ist ein Stoff, den kann man aus Olivenblatt ist der extrahiert, hat einen ORAC-Wert von 40.000 circa, ja, was jetzt im Vergleich Ingwer dementsprechend nur, ich glaube, weiß nicht, 14.800 hat, dass das fast dreimal so stark wie Ingwer ist. So, und diese MIC und MBC habe ich ja gerade erklärt, diese Werte, ne? Also man braucht 50 Mikrogramm, um noch das Wachstum von Borrelien zu hemmen. Und hier, man braucht 250 Mikrogramm von diesem Stoff,
um noch einen Borrelienerreger zu töten können, damit mit der Konzentration, okay? Und hier gibt es noch, hier wurden zwei Gattungen sozusagen von den Borrelien sogar noch getestet, ja, also wirklich hammerkrass Studie, so. Also wirklich eine super, super Studie, so. Und jetzt gibt es noch andere Stoffe und so weiter, also man sieht hier so die Konzentration halt, die man benötigt ungefähr, ja, 250 Mikrogramm, so. Und jetzt zeige ich euch mal Doxycyclin, das Antibiotikum, ja. Das sehen wir hier, Doxycyclin, also es benötigt nur halb so viel, das heißt nur 25 Mikrogramm, ja, damit es noch inhibiert, das heißt das Wachstum hemmt. Und dementsprechend 200 Mikrogramm, damit es noch eine Borrelie tötet bei dieser Konzentration. Und jetzt schaut euch mal kurz fest, also wirklich ganz kurz einmal festhalten, wirklich, nee, jetzt ernsthaft, mach mal, mach, so. Jod, ne? Also fünfmal so wenig Konzentration benötigt man, um das Gleiche zu erzielen. Ja, das heißt nur 5 Mikrogramm, um noch Wachstum zu hemmen, braucht man vom Jod bzw. aus dem Kelpextrakt. Und nur 15 Mikrogramm, um noch eine Borrelie zu töten. Das heißt, es ist ca. 13,3 mal so stark wie das Doxycyclin hier. Ja, das geht auch weiter noch hier mit den anderen Studien. Es ist sogar noch krasser bei diesem anderen Erreger, bei diesem anderen Stamm. Ja? Also hier sehen wir, fast 15 Mal, 16 Mal so stark ist das, ja. So, des Weiteren, Vitamin C, schauen wir mal hier, 88 gegen 200, also mehr als zweimal so stark wie das Doxycyclin, ja. Man braucht nur, also Ascorbinsäure dementsprechend, ne. Und hier ebenfalls, ja, dreimal so stark gegen den anderen Erreger, ja. Das Vitamin C, ja, Doxycyclin. Und jetzt kommt wirklich der Knaller, ich kann es mir bis heute nicht erklären, was hier aufgedeckt worden ist, aber Vitamin D, schauen wir mal, 200.000 Mal so wenig benötigt man, um den gleichen Effekt von 200 Mikrogramm pro Milliliter Doxycyclin zu haben. Und schau mal, die Inhibition ist ja noch viel, viel krasser hier beim Vitamin D, ja. Damit ihr das einfach mal versteht, heftig, oder? Und jetzt wisst ihr so ungefähr, was ich mache und wonach ich gehe. Also zusammenzufassend, wirklich absolut studienbasiert ist, dass Salmentowurzel, Banderolrinde, ja, Stevia-Extrakt, kein Zucker, ja, Vitamin D, Vitamin C und Kelp bzw. Jod-Hochdosen absolut hier gezeigt haben, die Borrelien am allereffektivsten zu eliminieren. Und genau das habe ich gemacht. Ich empfehle hier gar nichts, niemanden irgendetwas zu tun, sondern ich sage nur, was ich gemacht habe und was ich aus Studien rausgezogen habe. Und das präsentiere ich nur ganz kurz als Einblick für euch. Was ihr daraus macht, do what you want, ja. Aber ich habe genau das gemacht in 2 Wochen und ich muss sagen, die Wanderröte ist weg, ja. Also ich kann das mal, kann ich jetzt hier gar nicht zeigen, ne? Warte mal. Kriegen wir das hin? Nee, kriegen wir nicht hin. So, wo ist die? Wo ist die? Nicht mehr da, mein Freund, okay? Weil ich verdammt nochmal mir diese Studien reingezogen habe, nichts anderes gemacht habe, Tag und Nacht daran gesessen habe, ja, wie ich da endlich irgendwas gefunden habe, was schon mal getestet worden ist, was wirklich wirkt, ja. Bitte dafür, bitteschön, ja, mach daraus, was du willst. Ich teile meine Erfahrungen, das ist mein Leben, was ich mache. Dafür gebe ich das, um anderen Menschen zu helfen, ja. Wenn du es schätzt, hey, bist du genau richtig auf diesem Kanal, wenn nicht, haust da rein, Digga. Danke, danke, danke für deinen Daumen nach oben bis hierhin schon. Danke fürs Teilen bis hierhin schon. Danke fürs Abo und damit du auf die Glocke gedrückt hast, damit du auch wirklich informiert wirst jedes Mal, wenn das Video kommt, damit ich dir wieder helfen kann. Ich danke dir so vielmals dafür, dass du den Kanal auch unterstützt, damit ich anderen Menschen helfen kann. Und hey Mann, ich will so gerne mal in die Trends. Also lass doch jeder mal einen Kommentar da, jeder mal einen Daumen da, damit wir endlich mal Menschen helfen und mal bestimmte Dinge einfach aufdecken, wie weit die Wissenschaft mittlerweile schon ist. Ich bin raus, hau da rein, schönen Tag noch.